Hallöchen! Hallöchen, meine lieben Freunde, und weiter geht's mit Let's Play DayZ. Übrigens, da oben die Straße ist ein Zombie, ne? Ja, warte, ich muss eben Timer stellen. Ja, ja, ich nehme mir die Axt und schleich mich an den an. Da ist auch noch ein Zombie. Da rechts. Der kommt jetzt, der Zombie. Ich schleich mich an den anderen Zombie ran mit der Axt. Okay, ich mach den Zombie platt, der gerade kommt. Scheiße, da kommt noch einer. So, jetzt rechts, rechts an der Straße kommt einer. Mach, ich seh den, ich seh den. Mach du den fertig. Der ist down. Da ist noch einer. Down. Schnapp du dir den. Ja, Mann, mega. Kommen es erstmal 5 Zombies. Und wie so eiskalt mit der Axt. Warte, ich nehme die Sniper. Ich auch. Lass die 2 grünen Häuser rein. Jo, ich nehme das, das hier direkt vorne ist. Ja. Nimm du dir das dahinter. Jo. Eine Brille. Die ist schlecht. Jawohl, dafür lasse ich was da. Ach nee, lasse ich mal eben da. Ah, ich bin hungrig, dann kann ich es ja gleich mal aufessen. Ich habe Cerealien gefunden. Jawohl. Hammer, wie sich unser DayZ Let's Play bis jetzt entwickelt hat. Hey, ich habe auch Cerealien gefunden. Nice. Na? Junge, Hammer, wie sich unser DayZ Let's Play bis jetzt entwickelt hat. Wir sind schon mindestens ein paar Mal, wir sind schon ein paar Mal gestorben, zocken immer noch. Und gehen gerade mega ab. Ja, ne, voll nice. Hast du übrigens meinen neuen Helm gesehen? Ja. Jawohl. Fehlt nur noch diese Dingensmaske. Leck mich doch am Arsch. So, ich bin nicht mehr hungrig. Warte, ich komme jetzt wieder runter. Ja, warte, ich muss hier im Haus warten. Ich hab gerade aus Versehen meine Munition weggeschmissen für die M4 oder M16 oder was auch immer. Bekloppt. Junge, aus Versehen beim Tauschen von Slots. Bekloppt. Ja, hier ist er wieder. Ich komme jetzt raus. Und noch schön die Pepsi hier auftrinken. Ich bin erst vorm Eingang deines Hauses, ne? Jo. Ich komme jetzt die Treppe hoch. So, die Cerealien habe ich mitgenommen. Ich habe noch ein bisschen davon. Jo, ich habe die Cerealien aufgegessen. Komm nach rechts weiter. Lass mal in das große Haus dann noch reingehen. In das linke gehe ich jetzt noch mal rein. Mach, ich guck kurz, ob hier einer ist. Jo. Scheint nicht so. Wo ist dieses große Haus, was ich gerade von der Ferne so gesehen habe? Gebackene Bohnen? Was aussah wie eine Feuerwehrwache, wo ist denn das? Keine Ahnung. Ist das das, wo du jetzt... Ach, da hinten ist das. Okay, warte. Scheiße, Zombie. Greift, kommt der zu mir? Nee, zu mir. Okay, gut. Ey, das sind 2, verdammt, komm raus. Ich komme, ich komme. Warte, ich nehme die Axt. Ja, einer ist tot. Der andere kommt, schnapp ihn dir. Leck mich, Zombie. Tot. Hammer. Junge, dafür müsste ich auch nicht rauskommen. Einer steht hinterm Haus. Okay, schnapp ihn dir, ich gehe so lange. Geh nochmal die Zimmer durch. Warte. Noch mehr gebackene Bohnen, Junge, die sind überall. Zack und tot. Da kommt ein Zombie. Noch einer. Ja, ich bin jetzt hier, ich bin hier, ich bin hier, ne? Kommt, da steht ja. Der, da steht der. Zack. Komm, wir gehen da hinten hin. Warte, ich hol mir die Mosin. Okay, gehen wir. Und dann gehen wir in die andere Stadt.
Jo, lassen dieses große Gebäude, was da ist, rein. Wart mal eben, deck mich. Ich steck dich. Ich guck mal nach, ob da noch irgendeiner ist, aber ich sehe keinen. Okay, ich geh weiter. Okay, ich komm. Muss noch die Knarre wieder ausrüsten. So, schön, okay. Okay, dann mal gucken, was da so alles drin ist. Ja. Hammer nice mit den ganzen Autos. Ja, Mann. Okay, ich gehe die Treppe runter. Guck du in den Zimmern da. Ich gehe die Treppe hoch. Eine Machete und so ein Brecheisen. Na, eine Zange. Und Tape. Ein Hammer. Achtung, ich komme hoch. Junge. Geil. Was? Wie das hier aussieht. Achtung, ich bin jetzt genau hinter dir. Stell dich mal dahin und guck nach, wie das aussieht. Ich gehe die Treppe hoch. Warte. Die Leiter meine ich. Okay, bin jetzt oben. Ich gehe jetzt das Geländer hier lang. Jo, ich sehe mich draußen um. Ja, nice, die sind Handschellen, aber Mäse. Scheiß Handschellen. Junge! Was? Wie ein geil! Komm mal hier hoch! Alter, was ist das für eine Aussicht? Nice, erstmal schön Screenshot machen. Ja, Mann, bist du auch oben? Ja. Ganz oben? Keine Ahnung. Dafür musst du die Leiter nehmen, genauso wie ich. Hammer nice, du kannst alles sehen, alles. Jeden Scheiß kannst du sehen. Oh, guck es dir an, das ist mega. Junge. Ja, ach, sag ich ja. Komm her, ich will einen Screenshot machen. Junge, ich bin jetzt schon unten. Ach, Kind. Mach einfach so ein Foto. Und wenn ich hier stehe, wie so ein Held. Held und du. Oh, oh, oh. Und über so eine Küste guck. Mega. Ja. Entgeil. Nein, nein, nein. Puh. Was? Ich wäre hier beinahe runtergefallen. Scheiße, Alter, ich komme hier nicht mehr runter. Du musst zur Leiter. Okay, ich nehme jetzt diese hier. So. Oh, ich bin jetzt noch mal etwas tiefer. Okay, komm, ich renn wieder zur Hauptstraße. Ja, warte, ich gehe gerade runter. Hier liegt noch ein roter Motorradhelm. Hier liegt ein Schraubenschlüssel. Noch ein Motorradhelm, zwei Stück. Hier ist noch Klebeband. Ich laufe jedenfalls wieder Richtung Hauptstraße. Ja, ich komme jetzt auch. Ich den gleichen Weg zurück. Ja. Gut, dann warte. Dann bin ich jetzt gleich hinter dir. Ich laufe jetzt da auf diese zwei grünen Häuser zu gerade. Ich sehe dich. Ich gehe etwas weiter nach links in Richtung von dem Haus, wo wir gerade eben waren. Ich renne gerade genau auf das Haus zu. Jo, ich weiß, ich sehe dich. Ich laufe jetzt die Schienen hier. Ich sehe dich. Ja, okay. Ich bin genau links von dir. Naja, jetzt bin ich hinter dir. Die Grafikeinstellung etwas höher stellen eigentlich. Ja, obwohl ich habe die doch auf sehr hoch, weil hier das Feld so. Ja, aber das ist das Feld. Achtung, ich also bin entweder jetzt... wir gehen erst in die nächste Stadt. Ich weiß nicht, was schneller ist. Oder wir gehen jetzt hier den Weg hoch. Da kommen wir auch Richtung Airfield. Warte mal eben, denk mich mal. Ich gucke eben auf der Karte. Jo. Dann entscheide du, was näher ist. Gucken, wenn wir jetzt hier hochgehen. Steck ja, ist dasselbe. Da kommt man in dieselbe Stadt. Hier ist vielleicht sogar der Weg besser hochzugehen. Okay, dann lass hier hochgehen.
Boah, nicht Aktion abbrechen, du. Okay, komm. Ja, warte, ich muss meine SKS wieder nehmen. So, jetzt. Du Halodri. Ich will gerade vor. Oh, da verlieren zwei die Verbindung. Hoffentlich nicht wir gleich hinterher. Das wäre scheiße, obwohl die Aufnahme, glaube ich, auch gleich wieder zu Ende ist. Kein Plan. Ich kann nicht mehr laufen. Ich auch. Hier jetzt die Straße hoch, ne? Kannst du wieder laufen? Ja. Ich nicht. Tja. Halt die Fresse und warte auf gefälligst. Ich warte ja, mein Gott. Ich steck mal die Straße, sehe da aber niemanden. Kann ich nicht mehr laufen, Alter? Weil du die ganze Zeit gerannt bist, vielleicht. Da kommt ein Spieler ganz langsam auf die Straße. Ich gebe dem jetzt einen Headshot. Ich trinke mal einen Schluck. Nice, okay. Okay, was? Ja, nichts. Nice, okay eben. Ja, ja. Mega nice. Jawohl. Sie hat echt geile Grafik aus dieser, ich glaube, Arma 3 Engine oder so. Ich kann nicht mehr rennen. Toll. Ich auch nicht. Liegt aber, glaube ich, daran, dass wir den Berg hochrennen. Ja, ja. Ja, ist so. Sobald ich nämlich den Berg nach rechts laufe, kann ich wieder sprinten. Ja, okay, ich sehe es. Es lichtet sich da gleich, wir müssen jetzt durchziehen können. Jo, ich kann wieder springen. Nicht so schnell, warte auf mich. No. Ich guck nur nach, was da in der Straße ist. Okay, ich sehe da niemanden. Ja, einfach die ganze Zeit zickzack. Da kann ich sprinten, guck. Ist nicht mehr allzu weit bis zum Airfield. Ja? Nein, nicht mehr so ganz so weit. Nice, dann werden wir vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge zum Airfield kommen. Ja, wenn ich abgeknallt werden, definitiv. Also kann gut sein, ja. Abgeknallt? Wir? Wie doch nicht. Ist noch nie passiert. Natürlich nicht, wir sind ja Pros. Boah, ich dachte schon, ich hätte den Timer nicht gestellt. Aber der müsste auch gleich klingeln. Guck mal kurz in dieser Blockhütte hier nach. Klar, wahrscheinlich findest du jetzt in der Blockhütte M4 mit 50 Munition. Ich habe eh noch Munition für die, aber. Schön. So, hier ist auch nichts. Wie lange dauert die Folge noch? Das weiß ich. Ja, guck nach. Dann hör auf weiter zu rennen, du Halodri. So. Ja! Ja. Ist ja eine Minute ungefähr noch. Warum? Eine Minute. Jetzt kommt ich weiß nur wessen. Ja, ja, jetzt kommt gleich wieder, ich muss essen. Ja, das heißt, er muss essen. Merkt euch das bei dieser Reaktion, er muss essen. Ach ja, übrigens, habe ich ganz vergessen zu sagen, Dave hat einen Küken im Kopf, ne? Leck mich, Alter. Und da war auch mal ein Frosch, nur das Küken hat den Frosch aufgefressen. Junge, der denkt sich so ein Mist aus, der Typ, ne? Wegen ich hätte Hauptsache du, Hauptsache du gestern die ganze Zeit über mit mir. Küken. Junge. So. Okay, die Folge ist zu Ende. Schwuchtel. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Merkt euch diese Schwuchtel, die schießt einfach so. Tschüss.